Heute habe ich für euch 9 Tipps, die ich gerne vor der Beta von New World gewusst hätte. Ein paar Einsteiger-Tipps. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnatz und hier auf meinem Zweitkanal, da gibt es jede Menge New World-Videos. Auf meinem Hauptkanal sind es meistens Singleplayer-Open-World-Rollenspiele. Falls ihr euch hier wohlfühlt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier auch mit einem Abo mit dabei bleibt. Wie gesagt, auf meinem Hauptkanal Fragnatz. Da mehr Singleplayer zum Launch von New World, werde ich aber sicherlich so einiges da auch hochladen. Das heißt, auch gerne mal auschecken, wenn ihr mögt. Und zwar ist die Beta von New World jetzt wieder live. Ich habe mir hier einen Level 1 Charakter erstellt. Und ja, wir fangen an mit ein paar Basic-Anfänger-Tipps, was, glaube ich, euch nochmal ganz gut weiterhelfen wird. Vielleicht sogar noch vor der ersten Quest überhaupt. Lohnt es sich nämlich, und das ist unser Punkt Nummer 1, früh Holz zu sammeln, was ihr in Büschen findet, Steine einzusammeln. Also es geht ja wirklich mal um ein paar basale Einsteigertipps für die ersten Meter bzw. die ersten Kilometer in New World. Dort wirst du ja auf jeden Fall jede Menge laufen. Ja, ihr seht schon, ich sammle hier fleißig Büsche ein. Das machen wir übrigens wahrscheinlich während dieses Video live ist, auch parallel auf twitch.tv/fragnatz. Ihr seht es hier oben. Mein Twitch-Channel gerne mal auschecken. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinsteigt. Wo finden wir Holz? In Büschen. Wo finden wir Steine? Hier auf dem Boden. Feuerstein natürlich primär. Auch an Küsten, im Wasser. Das ist die Gegend, wo man sowas findet. Und warum sammeln wir das schon direkt am Anfang? Nun, weil wir gleich Werkzeuge herstellen werden. Wir machen also einmal kurz die erste Quest, stellen direkt mal ein paar Werkzeuge her, nehmen hier die Aufträge an und dann geht es eigentlich schon ab ans Lagerfeuer, wo wir dann schon die ersten Dinge machen können. Unter anderem ein Häutemesser, was natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn wir Tiere erlegen und da nochmal von profitieren wollen. Aber natürlich dann auch weitere Waffen oder Werkzeuge wie eben die Holzfäller-Axt. Tipp Nummer 2. Es ist natürlich generell einfach mal wirklich alles sammeln, was ihr findet. Generelles Sammelgebot herrscht hier in New World, außer ihr verfolgt eine Speed-Leveling-Taktik. Ich empfehle euch nicht, eine Speed-Leveling-Taktik zu verfolgen. Manche wollen das, aber ich bin eher so ganzheitlich genießen, finde ich persönlich ansprechender. Manchmal in Spielen bin ich aber tatsächlich auch von der Speed-Level-Fraktion und ziehe da wirklich durch. Das ist jedem von euch selbst überlassen, was ihr jetzt wirklich machen wollt. Aber ihr kriegt so Materialien, die könnt ihr zu Gold machen. Gold gibt es übrigens nur von Quests. Das heißt, ihr könnt keine Dinge an NPCs, also an Nichtspielercharaktere verkaufen. Das heißt, wer Gold möchte, muss mit anderen Spielern aktiv handeln. Das nochmal am Rande. Da gibt es den Handelsposten. Tipp Nummer 3. Ja, die Respawn-Taktik nach Quests. Ihr habt also eine Quest abgeschlossen und müsst zurück irgendwo hin. Ja. Euer Zeltaufbau, das macht ihr mit der Taste Z, euer Lagerfeuer. Das geht allerdings nicht überall. Deswegen ganz einfache Taktik, wenn ihr euer Lagerfeuer habt und zum Beispiel in eine Stadt zurück müsst. Ja, öffnen wir die Karte. Zum Beispiel in eine Stadt hier. In welchem Gebiet bin ich denn gespawnt? In Immerfall. Ja, sagen wir zum Beispiel, ihr wollt hierhin zurück in diese legendäre Siedlung. Dann könnt ihr natürlich das ganz einfach machen, indem ihr euch töten lasst. Töten als Respawn-Taktik, um Wegzeiten zu ersparen. Dadurch kann man sich mal 10 Minuten Laufzeit wirklich schenken. Einziger Nachteil, Ausrüstung geht etwas kaputt. Die müsst ihr dann natürlich entweder ablegen oder ihr nehmt es in Kauf und repariert die. Beim Leveln habt ihr tendenziell wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Ausrüstung. Sprich, ihr müsst die eigentlich gar nicht erst so richtig eintragen und reparieren. Das einfach nutzen, ja. Tipp Nummer 4. Ja, da geht es um die Waffen. Waffenführung. Der Lebensstab. Der Lebensstab hat auch einen Speed Boost. Ja? Das heißt, wenn ihr wollt, dann geht in den Lebensstab rein, nutzt den und besorgt euch den Skill Lichtgeschwindigkeit. Ja? Geht nur mit dem Lebensstab, bringt euch 20 Meter nach vorne, ich glaube alle 30 Sekunden. Why not? Why not? Lichtgeschwindigkeit nutzen im Lebensstab auf jeden Fall eine valide Option. Und ihr seht, ich habe jetzt hier wirklich schon einen Vorsprung. Einfach, ja gut, jetzt nicht levelmäßig, aber inhaltlich, weil ich schon die Werkzeuge habe, nachdem ich mein erstes Tier getötet habe. Bei meinem ersten Run New World, muss ich sagen, hatte ich einfach kein Häutemesser, konnte das Wildschwein nicht häuten. Nochmal der Hinweis, ich habe hier eben im Inventar das Ganze angelegt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, hier oben waren meine Tools, ich habe sie ausgerüstet. Ja.
Okay, Punkt Nummer 5, Lagerfeuer. Ich habe es eben kurz schon angesprochen, das Lagerfeuer dient nicht nur als Crafting-Station, was super praktisch ist. Ihr könnt dort nämlich unter anderem Buff-Food herstellen, bedeutet Rationen. Ja, ich habe hier eben schon was gefarmt von diesem Eber. Das kann ich jetzt nutzen als kleine Ration, super praktisch. Ihr könnt es auch als Respawn-Punkt benutzen. Ihr könnt euch dort ein bisschen hinschellen und ausruhen für den Ausgeruht-Buff. Und ja, so nutzt ihr das Lagerfeuer. Wenn ihr in der Welt unterwegs seid, drückt ihr die Taste Z, ja, außerhalb von Landmarken. Es gibt auch es sind so Holzkreuze eigentlich, die anzeigen, dass du dort eben was aufbauen kannst. Sehr, sehr sinnvolle Sache meiner Meinung nach. Nutzt das Lagerfeuer viel und auch das, wie gesagt, zum Sterben und euch dorthin teleportieren. Das ist makaber, aber es ist eine valide Taktik. Es könnte sein, dass das Ganze jetzt etwas schlechter in der neuen Beta läuft oder in der Release-Fassung sogar komplett raus ist. Wer weiß, ja, Änderung vorbehalten, aber so ist der neueste Stand von der letzten Beta zumindest gewesen. Ja, irgendwann, Punkt Nummer 7, kommt ihr auf ein Level, wo ihr eine Fraktion euch anschließen könnt und in dem Rahmen auch einer Kompanie. Ja. Fraktion, Kompanie, findet ihr in eurer Biografie. Ja, ich bin hier der Peter 123, legendär. Und da müsst ihr euch ein bisschen absprechen mit euren Freunden. Das spielt schon eine Rolle, was ihr da auswählt. Und deswegen macht das gemeinsam, überlegt euch, für welche Fraktion wollt ihr eintreten. Aber, ja, ich kann euch ein bisschen entlasten. Alle 120 Tage kann man die Fraktion wechseln. Ist das nicht großartig? 120 Tage, das ist sehr, sehr lange. Und je nachdem, wie erfolgreich New World ist, wird es in 120 Tagen niemand mehr spielen. Oder noch viele Leute. Das sind die Optionen. 50-50 steht die Chance nicht. Ihr kennt die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sprecht euch ab. Wollt ihr zum Syndikat zum Beispiel, dann geht da alle gemeinsam und werdet die lila Twitch-Crew. Ja, weil ist ja auch Twitch, ne? You know. Und dann die Kompanie. Könnt ihr euch zusammenschließen. Ich glaube, bis zu 100 Leute passen allerdings nur in eine Kompanie rein. Finde ich cool. Ja, würde mich übrigens freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut, wo ich es gerade angesprochen habe. Wir sind jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich gerade mitten im Stream zu New World. Und dann fragt mich mal gerne, auf welchem Server ich bin und so weiter. Das klären wir dann gerne live on the stream. Das streame ich übrigens exklusiv. Ja, Punkt Nummer 8, Lager in Städten. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich einen neuen Charakter habe. In Städten gibt es auf jeden Fall Lager. Die könnt ihr nutzen. Ist eine gute Taktik. Und die entlasten euer Inventar. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe hier eine Belastungsgrenze. Die könnt ihr erweitern über Taschenplätze. Ja, einen ab Stufe 10, einen ab 30, einen ab 45. Ja, das heißt, irgendwann habt ihr ein größeres Inventar. Taschen sind sehr wertvoll. Übrigens auch eine valide Taktik, um reich zu werden, Taschen herzustellen. Recht früh im Spiel zum Reichwerden in New World werde ich vielleicht morgen oder übermorgen nochmal was hochladen. Hier auf dem Kanal. Super nice. Kann man gut nutzen. Taschenplätze ab Level 10 kommt die erste da rein, aber das Lager in der Tasche, in der Stadt, super wichtig. Sagen wir, ihr habt 600 Holz und ihr könnt natürlich nur 200 tragen, also 200 Gewicht. Dann packt ihr es ins Lager und jetzt kommt der Clou, das Lager in der Stadt dient gleichzeitig als, ja, stadtweites Crafting-Lager. Keine Ahnung, wie ich das genau nennen soll, auf jeden Fall könnt ihr in der Stadt komplett aus eurem Lager heraus craften. Das heißt, alle Materialien, die da drin sind, zählen, als wären sie in eurem Inventar in der Stadt. Und das wissen nicht viele und das ist super wichtig, weil so könnt ihr auch, weiß ich nicht, 600 Gewicht Holz weiterverarbeiten. Einfach, weil ihr es könnt. So, ohne Probleme, mega gut. Solltet ihr noch wissen, also Lager einfach einlagern, ihr kommt in die Stadt, reinballern ohne Ende und craften, das könnt ihr dann sukzessive, könnt ihr euch umgucken, was braucht ihr. Und müsst da nicht alles mit euch rumtragen. Ja, Punkt Nummer 9, der Weg zum Eigenheim. Der führt natürlich über die Gebiete und der führt über den Gebietsruf. Ja, das heißt über die Karte und da müsst ihr in einem Gebiet Gebietsruf aufbauen. Hier zum Beispiel mein Ruf in Königsfels ist natürlich 0 und den baue ich auf. Da gibt es Gebietsboni. Ja, ich habe natürlich überall 0 jetzt leider. Aber kleiner Tipp natürlich, legt euch auf 1 fest und irgendwann ab Stufe 15 war das, glaube ich, gibt es dann das Eigenheim. Oder was, Stufe 10? Nagelt mich nicht fest, muss es gleich nochmal ein bisschen hochdaddeln, das Spiel. Und ja, so kriegt ihr euer Eigenheim, Gebietsruf. Dann könnt ihr ein Haus mieten, beziehungsweise ein Grundstück mieten, ein Haus kaufen. Und müsst sukzessive, aber noch zusätzlich zum Kaufpreis, dauerhaft eine Miete zahlen. Und ich glaube, das kann von den
von den Fraktionen bzw. Kompanien dann festgelegt werden, die eben das Gebiet halten. Ja, kleine neuen Einsteiger-Tipps. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was weiterhelfen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, hoffe, ich konnte euch den Start so ein bisschen versüßen. Fleißig sein, viel sammeln. Quests sind der Weg zum Level Up. Vor allem Nebenquests sammelt das Holz ein für die Stadtprojekte. Die sind super wichtig. Und ja, aber Hauptquest ist übrigens eine gute Route, um aufzusteigen. Nebenquests sind teils schwieriger, teils vielleicht sogar nur in Gruppen. Und da brauchst du dann auch einen entsprechenden Build. Übrigens sehr, sehr geiler Build, Paladin-Build. Der geht auf Konstitution, also Lebenspunkte. Und auf Konzentration. Ich werde jetzt erstmal 20 Punkte in Konstitution ballern. Und dann auf Konzentration geben. Und mit Schwert und Schild spielen und mit einem Heilstab. Das ist so zumindest jetzt mein Ziel. Ich weiß noch nicht, ob ich das beim Leveln komplett durchziehen werde, weil es extremst wenig Schaden macht und du darauf angewiesen bist, mit anderen zusammenzuspielen. Aber grundsätzlich eine geile Sache, wie ich finde. Was ich auch mega nice fand, war Bogen, Feuerstab und Eisstulpen. Also ich bin auch großer Magie-Fan. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr spielen wollt für eine Klasse. Habt ihr vielleicht schon einen Tipp, was die schnellste Klasse beim Leveln ist, wer vielleicht am meisten Schaden macht und so am schnellsten leveln kann? Ich muss sagen, dass Squishy-Klassen Spaß machen, sprich Klassen, die wenig Leben haben, aber natürlich das Problem haben, dass sie schnell sterben, sobald mal mehrere Mobs auf dich einschlagen. Und als Paladin auf Level 60 kann ich euch sagen, ihr heilt euch hoch und seid unsterblich. Schwert und Schild, ihr blockt dauerhaft, heilt euch passiv mit dem Lebensstab hoch. Ja, hier an der Stelle spoilere ich nochmal kurz meine Paladin-Skillung mit gesegneter Boden, mit Schutzsphäre und mit Leuchtfeuer. Und das Ganze geupgradet und ja, macht einfach riesig Spaß damit zu spielen. So seid ihr wirklich sehr, sehr stark unterwegs und habt immer passive Heilung, die ihr vor dem Kampf unter euch setzt und dann tankt ihr die Mobs einfach weg. Saugeiler Bild. Genug rumgeschwärmt. Ich merke schon, ich schweife hier schon wieder aus, wenn ich in New World bin. Ich finde das Spiel echt klasse. Vielleicht ist es mein neues World of Warcraft. Wer weiß. Wer weiß, sagt niemals nie. Vielleicht werde ich es richtig suchten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ein bisschen einfach gemeinsam sich auszutauschen. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, vielleicht habe ich ein paar für euch. Vielleicht lieben wir einfach gemeinsam dieses Spiel. Und ja, das war's von mir an der Stelle. Bisschen Laber, bisschen Rhabarber, bisschen ausgeschweift, aber muss ja auch mal sein, oder? Ist ja nicht Sonntag heute, da kann man das ruhig mal machen und euch ein bisschen einladen, hier in New World mit reinzuschauen. Was ich vor der Beta gerne gewusst hätte, das waren meine neuen Tipps für die ersten Meter, ja, sehr basal, viele wusstet ihr vielleicht schon, viele bestätigt ihr hoffentlich und wenn ihr was falsifiziert, dann auch sehr, sehr gerne konstruktiv in den Kommentaren einfach mal schreiben, jo, dieser Tipp klappt nicht mehr aus dem und dem Grund und dann wissen alle Bescheid, haben wir alle nochmal einen Mehrwert. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielleicht sehen wir uns später im Livestream, bis später, euer Peter und natürlich hier gerne nochmal die Glocke, ne? Das wäre legendär, danke fürs Einschalten und tschüss! Ist Fahrknapp und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fahrknapp. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.